Jo, meine Freunde, was geht? Wir gucken jetzt von TJ. Deswegen hat diese Olympiathletin 600.000 neue Follower. Hallo. TJs Wochenshow. Ich habe ja im J-Video das hier gesagt. Heftiges ich kann nicht zu einem Zerstörungs-YouTuber oder sowas hier auf diesem Kanal werden. Und das Ding ist, in der Recherche bei der Wochenshow stoße ich wirklich immer auf die absurdesten Sachen, die man einfach nur im Internet finden kann. So wie auch letzte Woche auf die KLS-Thematik. Wenn jemand in der deutschen Szene, die man kennt, mit Reichweite so Sachen sagt wie der Klimawandel ist nicht menschengemacht, Frauen sind Gebrauchtware und China will die westliche Welt mit TikTok manipulieren, verweichlichen und unsere Konzentration irgendwie schwächen, dann kann ich dazu auch nicht sagen. So eine Art von Mensch bin ich nicht, die einfach dann so Sachen einfach... Hat sich TJ bei dir gemeldet? Wieso? Ignoriert. Sollte er. Aber ich habe selber eingesehen, dass die letzten Wochen teilweise ein bisschen viel war. Ich weiß, ihr steht drauf, irgendwelche Leute zu exposen, aber heute machen wir eine Bad News Detox Folge. Also absolut keine negativen News hier heute in dem Format. Kein Beef, kein Stress, aber dafür... Heute tatsächlich relativ viel Liebe. Denn heute reden wir darüber, wie eine deutsche Warum? Instagramerin innerhalb... Also ich weiß nicht, Digga, wenn halt irgendwas Negatives passiert ist, sollte man das halt ansprechen. Also verstehe jetzt nicht, was daran schlimm sein soll. Ich meine, du musst ja keine Zerstörung wie bei Karl S. machen, das 20 Minuten geht, sondern du kannst ja trotzdem einfach dazu was sagen, ne? Er wollte dich anrufen, echt nö. Also ich habe weder eine Nachricht bekommen noch sonst irgendwas. Ich folge ihm sogar. Ich meine aber, dass er mich geblacklistet hat sogar in den Kommentaren. Schreiben mir zumindest immer Leute, aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich an meinem Namen liegt oder ob die da irgendwas anderes Komisches reinschreiben. In den letzten 30 Tagen über 600.000 neue Instagram-Follower machen konnte. Dazu ist eine YouTuberin schwanger geworden. Es gibt ein neues YouTube- bzw. Streamerinnen-Pärchen. Ich habe eine große Ankündigung für euch. Und so, vor allem gibt es am Ende der Folge heute wirklich Big Baba Bubu Clips. Aber jetzt heißt es erstmal Let go. The king goes grrr. Dagi ist schwanger. Woo! Ja, das ist die News. Vor ein paar Tagen hat sie das Video Ein neues Leben hochgeladen, wo sie dann den Zuschauern ankündigt, dass sie schwanger ist. Du musst wachsen und gedeihen. Dazu kam noch ein sehr süßes Video, wo sie die Reaktion von Freunden und Familie zeigt, wo sie halt die denen Kuchen die News übermittelt. Ja, das Lustige ist, Digga, es gehen auf jeden Fall so Geschichten rum, dass Dagi B. Lion mit Eugen einfach fremdgegangen ist, als sie noch zusammen gewesen sind. Weiß ich nicht, ob das stimmt, keine Ahnung, das sind so Geschichten, die, sage ich mal, so in dieser Bubble rumgehen von Eugen. Ja, also, ich würde aufpassen auf jeden Fall. Ach, Digga. Aber wie gesagt, keine Gewissheit, ob das wirklich passiert ist oder nicht. Das ist jetzt einfach so eine Mutmaßung, weil ich das jetzt schon aus verschiedenen Quellen von mehreren Leuten gehört habe, die so in diesem Rap-Biss drin sind. Weil Eugen dreht ja Musikvideos. Auch sehr heftig, ne? Muss man dazu sagen. Aber feier ich, ey. Überbringt, übermittelt. Klingt so förmlich. Ja! Toll. Ja! 18 Jahre und alt! Endlich! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Wirklich alles Glück und Gesundheit wünsche ich euch drei. Ach, und noch eine kleine Bitte von mir. Ja, aber ich muss wirklich sagen, was ich bei YouTube halt wirklich cool finde, ist, da, also voll viele YouTuber, die jetzt halt so Kinder kriegen oder generell auch bekommen haben, so, das sind halt auch voll oft Leute, Alter, Jessla abonniert für 6 Monate im Voraus, Digga, WTF, Dankeschön, wobei jetzt kostet es ja eigentlich auch nichts mehr, ne? Ich finde es halt super cool, weil so zum Beispiel auch bei der GB, das sind halt Leute, die, ich weiß gar nicht, wie lange die YouTube macht, 2011, 2012 oder so, und du hast halt wirklich so ihre komplette Entwicklung gesehen, ne? Natürlich, dass sie auch so ein bisschen reifer geworden ist und so weiter, und jetzt wird die einfach so Mutter. Ich wollte Vater sagen, aber da bin ich mir nicht so sicher. Finde ich halt voll krass. Ich meine, bei mir ja im Endeffekt genauso. Bei mir ist die Entwicklung vielleicht nochmal ein bisschen krasser, wenn man überlegt, was für Videos ich so 2012, 13 gemacht habe. Und jetzt habe ich einfach ein Kind. Aber finde ich halt sehr, sehr geil, ne? Dass es so voll viele YouTuber gibt, die du halt wirklich schon so 8, 9, 10 Jahre verfolgst, ne? Und du so merkst, wie die so älter werden und auch wirklich anfangen, so Familien zu gründen und so, feiere ich richtig. Weil ich nicht weiß, ob meine zukünftige Frau das zulässt, könnt ihr euer Kind bitte Nova nennen. Der Name ist Unisex und wenn das Kind später Rapperin wird, kann er oder sie sich einfach Supernova nennen. Hier kommt die Supernova. Wäre ein King Move, for real. Wäre wirklich ein King Move. Sie sind zwar noch nicht schwanger, aber es... Weil der Name geschlechtsneutral ist. Naja, okay, Digga. Es gibt ein neues Pärchen am Streaming-Himmel. Toni und Anni haben ihre Beziehung nun öffentlich gemacht. Beide haben ein Bild auf Instagram gepostet, wo sie es quasi announcen und haben inhaltlich beide dasselbe geschrieben, und zwar das hier. War keiner obvious, aber nachdem wir zum 8. Mal knutschen im Park erkannt worden sind, posten wir es lieber, bevor es irgendwer anders liegt. Digga, ich mach safe so ein Bild mit Gina die Tage und poste genau den gleichen Text.
Ja, war kein der Obvious, aber nachdem wir ja schon ein Kind haben und seit 5 Jahren zusammen wohnen und auch schon küssend gesehen worden sind, ja, dann liegen wir es lieber, bevor es wer anders macht. Wir sind zusammen, Real Talk. Ich wurde wie jede oder jeder andere Streamer in auch nur 3,7 Millionen Mal darauf hingewiesen, was ich davon halte und wie ich das finde. Und ich schließe mich einfach mal... Ja, ich meine, vor allem, was soll man davon halten? Also diesen Kommentar hier an. Jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist, dem ist auch klar, dass es ein extrem schlauer Promo-Move von den beiden ist. Akzeptiere einfach, dass jeder Mensch ein Recht auf seine eigene Meinung hat, Grundgesetz Artikel 5, und ziehe die Möglichkeit in Betracht, dass Antonia und Anissa... Ich dachte, das wäre ein Troll von denen. Ja, ich war mir auch nicht sicher, weil ja Reefed auch vorher schon mal mit Revi da so rumgetrollt hat, deswegen wusste ich auch nicht, aber anscheinend sind die ja wirklich zusammen, ne? Also... Ja, wie gesagt, mir ist es halt komplett egal, Digga, solange die glücklich sind, bin ich auch glücklich. Okay, ich mach mein Glück nicht von denen ab, zugegeben, aber ja, freue ich mich auf jeden Fall, ne, wenn ich da zwei gefunden habe, so. Wo Menschen sind, die durchaus in der Lage sind, auch... Aber was ich halt auf jeden Fall generell daran sehr cool finde, ich glaube, das ist halt so für die LGBTQ-Szene, was so die YouTube-Gesellschaft angeht, glaube ich halt auch richtig gut, wenn so zwei erfolgreiche Leute so, also die jetzt da halt so eine lesbische Beziehung haben, finde ich einfach sehr gut, weil dann ja auch für diese YouTube-Community ist das halt einfach, also es ist ja auch was Normales und es sollte ja genauso gesehen werden. Man kriegt das ja aber trotzdem nicht oft mit, so, ich kenne kein schwules Pärchen, Digga. Also im Real Life, glaube ich. Kenne ich irgendein schwules? Ich habe schwule Freunde, aber die haben alle keine Freunde. Also keinen festen Freund. So, und das finde ich auf jeden Fall cool, ne, dass halt auch so nach außen gezeigt wird, ey, das ist was komplett Normales, ne, wir sind auch zusammen, obwohl wir zwei Frauen sind. Und das finde ich cool, Digga, finde ich sehr nice, auf jeden Fall ein sehr wichtiges Zeichen, finde ich. Auch für Cash sowas durchzuziehen, ist ja offensichtlich. Natürlich ist es offensichtlich. Einzige Sache, die ich kurz anmerken würde, in dem Fall schreibt man das mit 2S und da fehlen noch ein paar Kommas und so, aber sonst stehe ich natürlich inhaltlich voll und ganz hinter den Kommentaren. Cringe. Nee, Joke. Finde ich auf jeden Fall sehr wild, dass es auch nur eine Person gibt, die auch nur ansatzweise denkt, dass das Fake sein könnte. Ist halt unfassbar. Ist das mit Gina und dir nur Promo? Ja, ich möchte nicht, dass Maxelians Mutter mir dauernd schreibt, deswegen habe ich eine Fake-Beziehung eröffnet, damit die mich in Ruhe lässt. Das war respektlos, aber das Ding ist, wir haben ja Meinungsfreiheit. Und wenn das eure Meinung ist, dann ist meine Meinung, dass ihr euch eure Meinung einfach in euren Arsch schieben könnt. Artikel Grundgesetz 5 und sowas, ne? Mhm. Bad News Detox Folge. Obwohl es gab ja sogar schon Leute in der deutschen Szene, die nur für Fame wirklich Beziehungen vorgetäuscht haben. Hm. Von daher doch gar nicht mehr so abwegig. Auf jeden Fall wollte ich noch ganz kurz sagen, dass ich den beiden ganz viel Glück wünsche und ganz viel Liebe und Küsschen und sowas. Fühlt euch gedrückt oder so, ich weiß es nicht. Habt euch einfach lieb. Ich habe euch angekündigt, dass ich eine große Doku rund um Social Media machen möchte. Und keine Sorge, die ist auch mittlerweile voll und ganz im Gange. Und ich hatte auch vor ein paar Tagen ein Gespräch mit jemandem, der hauptberuflich... Krank, Digga, er zieht ja richtig durch mit seinen Projekten. Mein Kurzfilm kommt übrigens auch bald. Das werden denn ja Videos auch schon in der Mache. Rotting lebt und holy shit, was der Junge mir erzählt hat, anderes Level. Ich dachte wirklich, ich kenne mich da halbwegs aus, was da so abgeht. Kannte ich nicht. Tun wir alle nicht. Was in der Boarding-Szene abgeht, ist einfach was in der Boarding-Szene? Das hat wirklich mein Mind geblowt, als ich das gesehen habe. Warte, was? All in all ist die Doku, beziehungsweise sind die Dokus ja für alle so ein bisschen da, um die Plattform mal ein bisschen zu beleuchten. Aber auch zu zeigen, was intern teilweise so abgeht. Also jetzt keine privaten internen Leaks, sowas wie mit Toni und Anni. Das wäre halt einfach nur ultra respektlos. Aber alles, was halt zum Geschäft dazugehört und der Zuschauer halt sonst nicht so mitbekommt, beziehungsweise eigentlich gar nicht mitbekommt, kann man ja schon mal so zeigen, ne? Deswegen erstmal, falls du es nicht verpassen möchtest, sag also, gerne rein. Dauert aber noch ein bisschen, bis der ganze Bums online kommt, weil... Ja, generell merkt man auch leider, also heutzutage wirklich fast jeder kauft sich irgendwelche Likes, Klicks oder irgendwelche Follower oder so. Das sind so Dinge, die ich nie verstehen werde, weil egal, ob du auf Instagram jetzt 100.000 Follower mehr oder weniger hast, sind das halt tote Follower, so, die dir nichts bringen. Also Real Talk, die bringen dir halt gar nichts. Die liken ja deine Sachen nicht und sorgen einfach nur dafür, dass du halt deinen Kanal kaputt machst. So, ich check das nicht. Vor allem, wenn du halt einmal dir ja Follower gekauft hast, dann musst du dir auch quasi auf jedes Bild Likes kaufen, damit es nicht aufhält. So, du musst einfach durchgehend Geld da rein investieren. Das ist so dumm, check ich nicht, Alter. Weil ich will mal gucken hier, Nika, wie hießen die? Playgirl Nika, ne? Ah, da ist sie. Ich meine, die hat sich auch letztens wieder Follower geholt. Ich check das mal ganz kurz ab und dann schauen wir mal. Ja, guck mal, das ist halt auch so auffällig, Digga, guck mal. Sie macht die ganze Zeit Minus, ja, das ist die, die Samra vorgeworfen hat, dass sie ihn vergewaltigt hat. So, die hat nur Minus, die ganze Zeit verliert sie voll viele Follower, aber an 2 Tagen ganz plötzlich kriegt sie plus 3.000 und plus 4.000. Digga, also, das ist schon, sehr auffällig auf jeden Fall. Vor allem, wenn man hier sieht, minus 1.000, minus 1.300, also es ist nicht so, dass die jetzt
an sich gefeiert wird und dass man ein paar Tage ist, dass die Minus kriegt, sondern die kriegt nur Minus. Außer zufällig genau an diesen beiden Tagen. Und auch ungefähr genau das Gleiche. So. Jetzt sie lustigerweise auf 17 gefolgt, hier wieder 18 entfolgt. Also, Digga, ich check das nicht, Mann. Ich weiß nicht, du hast davon halt nichts. Der hat jetzt einfach einen kaputten Instagram-Account. Digga, herzlichen Glückwunsch dazu. Wird gut werden, ne? Aber warum spreche ich das ganze Thema hier jetzt überhaupt an? Ich brauche nämlich eure Hilfe. Und zwar würde es mich sehr, sehr interessieren, was ihr persönlich bei den verschiedensten Plattformen also interessant findet, so herauszufinden. Jede Frage ist erlaubt, also, naja, wenn sie mit der Thematik zu tun hat, ne? Deswegen, falls du eine Frage hast, jetzt ab mit dir unten in die Kommentare. Dazu Digga, habt ihr eigentlich schon gesehen, wie fucking berühmt ich auf Dings bin? Auf TikTok? Digga, es ist unfassbar, wie schnell und leicht du da erfolgreich wirst, oder? Ich habe einfach jetzt ich habe über 75.000 Follower und alle meine letzten drei Videos haben über 400.000 Klicks und eins sogar über 1 Million. Digga, es ist cool, wenn du immer die Plattform, auf die sich die Frage bezieht, halt vor die Frage packen könntest. Das wäre ganz cool. Danke für die Mithilfe und freut euch auf jeden Fall auf ein paar schon heftige Dokus. YouTube hat jetzt, wie ihr auch unter diesem Video jetzt hier sehen könnt, ein neues Feature. Und zwar kann man seinem Lieblings-YouTuber für den Aufwand oder für was auch immer einfach was donaten. Der ganze Bums nennt sich übrigens Superthanks. Und wenn man das macht, dann bekommt man so eine kleine hervorgehobene Nachricht, dass man sich halt bedankt hat bei dem YouTuber. Ist halt vor allem für kleinere Creator cool, die dann halt vielleicht irgendwelche Projekte mehr umsetzen können. Ist auf jeden Fall eigentlich ein recht cooles neues Feature. Ja, ist halt einfach genau sowas wie... Bei mir ist das nicht, aber bei mir sehe ich es, glaube ich, nicht, weil ich bin ja mit meinem eigenen Account angemeldet. Jo, willst du dir selber Geld spenden? Hast du Bock oder was? Nee, sieht aber so aus, ob das bei mir nicht aktiv ist. Was soll das denn, Alter? Na, vielleicht muss man das auch noch aktivieren oder so. Ich habe nur die Kanalmitglieder. Ja, aber finde ich auf jeden Fall halt sehr cool. Im Endeffekt ist es ja das Gleiche wie bei Twitch. So, ne, wenn dir halt ein Video oder ein Creator gefällt oder so, dann hast du halt die Möglichkeit, den da zu unterstützen. Wird ja auch keiner zu gezwungen oder sonst irgendwas. Also finde ich halt sehr nice. Ne, bin ich auf jeden Fall dafür, solange ich das auch habe. Ne, allerdings habe ich es gerade noch nicht, deswegen ist es nicht so cool. Ihr die Olympionikin Alisa Schmidt? Nee, das ist sie. Sie ist gerade im olympischen Dorf in Tokio, um bei der Frauenstaffel 4x400 Meter anzutreten. Dazu ist sie gerade eine Menge in den Medien. Aber nicht primär wegen ihrer sportlichen Leistungen, sondern einfach nur, weil sie gut aussieht. Es gab schon immer recht viele Artikel über sie. Und sie hatte auch schon des Längeren einen größeren Instagram-Account. Aber in letzter Zeit eskaliert es wirklich komplett bei ihr. Dadurch, dass sie gerade in Tokio bei Olympia mit dabei ist, gibt es wirklich unzählige Artikel, Fernsehbeiträge, News oder was auch immer über sie. Es gibt viele deutsche Beiträge, aber auch aus dem australischen, amerikanischen oder auch asiatischen Raum kommen wirklich unzählige Artikel und Berichte über sie online, dass Alisa einfach in den letzten 30 Tagen über 600.000 neue Instagram... Yo, Digga, was geht? Vor allem nur, weil die gut aussieht, so, das ist auch krass. Ey. Follower gemacht hat. Einfach nur, weil sie gut aussieht und halt bei Olympia mit dabei ist. Und jetzt kommt die große Pointe am Ende der Story. Alisa ist zwar gerade im olympischen Dorf, aber tritt wettkampfmäßig gar nicht für Deutschland an. Weil nach einer Trainingssimulation hat sie ihren Startplatz in der olympischen Frauenstaffel wieder verloren und tritt halt nicht an. Also, ist zwar da, aber... läuft gar nicht für Deutschland bei Olympia. Und ich finde die ganze Thematik einfach unfassbar absurd. Klar, hübsche Frauen klicken sich gut, war schon immer so und wird auch immer so sein. Aber diese Wucht an Artikeln über sie ist einfach krass. Also googelt sie mal und guckt mal, wie viele Tausende, Zehntausende Artikel es über sie gibt in den letzten Tagen. So viele Artikel gibt es über keine oder keinen anderen Athletin. Und dabei tritt Alisa nicht mal an. Bevor ihr was in den falschen Hals bekommt. Absolut no hate an Alisa, wirklich. Ich habe sie ein paar Tage jetzt über Instagram verfolgt. Sie scheint eine sehr, 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 sehr nette und bodenständige Person zu sein, wirklich. Absolut no hate an diese Frau. Darum geht es nicht. Sie hat sich in keinster Weise irgendwie auch nur ansatzweise falsch verhalten. Absolut gar nicht. Aber ich finde es trotzdem absolut krass, dass eine Person, die gut aussieht, das 20, 30, 40-fache an Rampenlicht bekommt, als eine Person, die bei Olympia mehrfach Gold holt. Also keine andere deutsche Athletin oder deutsche Athlet bekommt gerade so viel Aufmerksamkeit wie sie. Ich fand es einfach krass und deswegen wollte ich darüber berichten. Ich weiß auch nicht, wie oft ja, aus schon jemand in Deutschland 600.000 Follower in einem Monat generiert hat oder teilweise 70.000 neue Follower an einem Tag bekommen hat. Sieht man halt wirklich nicht alle Tage so, ne? Falls Alisa das hier sehen sollte, ganz viele Grüße gehen raus an dich und ich will dich 2024 bei Olympia dann noch laufen sehen, ne? Mhm. So, eigentlich kommt ja jetzt die Rubrik Top 3 Clips der Woche hier. Aber das Ding ist, insgesamt haben wir mittlerweile schon 10 Top Clips der Woche rausgefunden. Und ich wäre sehr, 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 sehr dafür, dass wir mal den Top Clip der Top Clips rausfinden. Bruder, reilt das hier jemand? Diesmal zeige ich euch aber alle Clips im Vorfeld hier schon. Und ihr könnt dann gleich auf Instagram abstimmen, welchen ihr am besten findet. Und yes, viel Spaß
mit den 10 Top-Clips. Alter, 10 Clips. Zieh mal den Ring. Andere Seite. Ja. Du, entsichern. Den Ring ziehen. Den Ring ziehen, entsichern. Ziehen. Ich hab Angst. Dann mach doch. Bam. So, Micky hat keine Rauchgranate mehr. Wir können los. Eine Rede würde ich gern kurz halten. Eine Rede! Ich bräuchte ein neues Glas. Wer würde eher fremdgehen? Das, wenn das nicht der Top-Clip der Top-Clips ist, dann weiß ich auch nicht. 3, 2, 1. Auf jeden Fall. Here we go back. This is the moment. Ich finde das so geil. Auf jeden Fall. Safe, Digga. Ich habe hier so einen Stressball. Wenn ich hier drauf drücke, dann wird der Kopf von dem Lama groß. Guck mal, das kriegt so einen riesen Kopf. Bäh, das kommt da schon. Oha, 40.000 Leute schauen zu. Haben die keinen Bild? Also. Die Lara vor der vierten Runde. Ich bin überhaupt nicht mehr zufrieden mit dem Ständer. Wie viele Partner hattest du bereits sexuell? Lol. Dann vielleicht so 7 bis 8? Okay. Ja, ich bin unter Max an der Zahl. Also das ist ja nichts Schlechtes, so. Das finde ich... Na, überhaupt naja, 0 finde ich schon schlecht. Was kommt jetzt, hä? Liebe Antonia, ich habe gehört, du hast Geburtstag und dazu wünsche ich dir aus dem Deutschen Bundestag alles Gute. Was? Tja, am Tor wollte, Digga. Annie ist aber reingekommen. Oh Gott, nee. Boah, ich hab mich gerade schon erschrocken, weil ich weiß, dass die jetzt hochspringt. Gut, dass du gestoppt hast, Simon. 1 da oben, danke. Ich hab mich sonst erschrocken. Ich weiß nicht mehr, was da passiert. Hey, auf dem Schiff gegenüber sind heiße Tryhards. Hast du schon gesehen? Heiße Tryhards? Guck mal. Jeder dieser Clips ist ab jetzt für 24 Stunden in meiner Instagram-Story. Deswegen geht auf Instagram, heißt Tim Jacken. Erster Link in der Videobeschreibung. Und ja, stimmt ab, ne? Ich warte kurz noch, dass er halt abstimmt. Küsschen an jeden von euch. Aber ansonsten macht die Abmod heute schrecklich. Ja, nice, Digga. Kann man doch genauso machen, würde ich sagen. Das passt schon. Ja, war ein okayes Video auf jeden Fall.